Hallo! Nachdem Karban sich das letzte Mal ein Date klar gemacht hat, quasi, und ja, das ist das Wichtigste an der Folge gewesen. Heute Großeinkauf, Shopping, ist ja auch gut, kann man machen. Ist ja auch wichtig für den Run, damit, ne? Und Karban hat ja sowieso nur eine Sin, wie sich herausstellt, das ist ja sowieso ganz verkehrt. Wie soll man denn da ein Auto schrotten, wenn man gleich die Sin mit verliert? Nicht? Und Autos sind ja das, was hier eigentlich am meisten drauf geht. So, in dem Sinne, oder in einem anderen Sinn. Oder gar keiner. Viel Spaß und bleibt geil. Hast du nicht gehört? So. User in your channel started recording. Die Nachbarn hören mit. Ich habe das Fenster offen. Perfekt. Ja, die hören mich jetzt spielen. Okay, wir sollten sehr viel über Gewalt, Sprengstoff und so weiter erzählen. Das ist immer sehr witzig, wenn man auf einer Con war oder ist und sich dann entschließt, eben kurz zu McDonald's zu fahren und da eben kurz den Plot noch weiter durchspricht und erzählt von wegen, wie viel Sprengstoff man hat, etc. bla 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 bla. Ich habe mal Shadowrun draußen im Park gespielt. Das war auch nicht schlecht. Es sorgt immer wieder für amüsierte Blicke. Oder ängstliche. Erst recht, wenn man so einen arabisch aussehenden Mann dabei hat. Das war witzig. Immer dieser Bombenleger. So, Kinder. Wollen wir das Penisspiel spielen? Penis. 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 Du musst lauter sein. Du kannst Penis. Nicht... Alles klar. Penis! So. Ich hab's gehört. Sonst keiner. Alles klar. Gut. Bei mir steht Samstag, der 13. Und dann hier sind Eskalation. Hier. Das steht da nicht. Nee, Eskalation haben wir gerade im Intro beschlossen, also das Intro, was wir gerade aufgenommen haben, dass wir das nicht so schnell wieder tun. Nein, das haben wir doch beschlossen, dass wir es immer wieder tun. Weil ihm sonst den Pitchen-Schemen versaut. Ach so. Ja, ich tue das dann. Eigentlich nur, wenn du dich weiter über mich lustig machst. Mach ja nicht. Nein, du machst dich auch über Karman lustig, aber ich krieg's die ganze Zeit ab. Hey. Hallo, wir waren total, ne? Das war völlig durchdacht, diese Situation. Wir können das jetzt lassen, es ist okay. Passionate! Ich seh's ja ein. Ihr habt recht. Gut. Ihr müsst ja schon leiden, weil den Bumsbulli nie wiedersehen werdet. Zum Beispiel. Der war gut und der war teuer. Der hat euch de facto nichts gekostet. Hat uns echt nichts gekostet. Also, Details. Der hat immerhin immer was gekostet bei der Charaktererschaffung. Ja. Da war das bestimmt teuer. Wir müssen uns einen eigenen Bumsbulli zulegen. Oh, das erinnert mich an das Penismobil, das Festival Penismobil. Alles klar? Nein, ich meine in-time. Wir brauchen einen neuen Bumsbulli, einen Bumsbulli-Ersatz. Einen Bumsbulli-Ersatz, mit dem man campen gehen. Gott, mit Karban kann ich endlich campen gehen. Kannst du? Na klar. Wenn du nicht wieder in irgendeinem Erdloch sitzt und erfrierst. Naja, das war ja eine... Da war ich ja nicht vorbereitet. Das war die gefürchtete Maulwurfstaktik. Richtig. Grab dich an den Ork an, oder was? Ich grab den Ork an. Sehr geil. Mhm. Also, Kinder. 3. Am Zug. Ja. Ah, nein, das, Daddy, warte. Ist das Dr. Baryshnikov? Himself. Werbung hat nicht geklappt, der muss jetzt alle Leute einzeln. Ja, wer ist denn das? Das ist, Freya. Ah, richtig. Ich kenne das. Moin. Entschuldigung. Hi. Ich wollte dich anrufen, wegen mal Essen gehen. Klingt gut. Bald. Ich weiß nicht, wann du Zeit hast. Nächsten Samstag wäre zum Beispiel für mich drin. Okay, was für ein Tag war heute nochmal? Samstag? Samstag. Das ist eine Woche voraus. Alter. Die Frau hat... Die Leute haben halt... Manche haben halt auch was zu tun und sind nicht solche Sozialschmarotzer, weißt du? Klar, also, klingt gut. Cool. Holst du mich ab? Gerne. Okay. Die Adresse habe ich ja. Ja, dann sagen wir 8 Uhr. Passt, wunderbar. Supi. Dann bis dahin. Tschüss. Tschüss. Beep. Weißt du, wo sie wohnt? Ja, wir sind in dieses Haus gegangen. Ah ja, stimmt. Ich habe mir diese Adresse aufgeschrieben. Ich sollte mir sie wirklich aufschreiben. Ja, klar, weißt du die noch. Ihr könnt das ja auch nachgucken. Ja, ich meine jetzt mein Charakterblatt, damit ich weiß, dass ich das weiß. Ah, achso. Ich sollte mein Charakterblatt öffnen. Oh. Das tue ich auch gerade nochmal. Das ist ein sehr guter Plan. Ja. Ich komme damit immer noch nicht drüber hinweg, dass Freya und Freya, das ist eine andere Gruppe, das irritiert mich ein bisschen. Das tut mir sehr leid. Ja, ich war gerade so, hä? Wieso ruft die mich an? Die kennt mich doch. Oh, Moment. Richtig, zweite Person. Ich hätte sie Frega nennen sollen. Nee, der Name ist scheiße. Freko. Ihr seid übrigens jetzt dran. Ich wollte das nur ganz wichtigerweise festhalten. Schon wieder? Inwiefern, hä? Na, schon wieder? Hä? Es macht Spaß, den Spielleiter zu verwirren. Schon wieder? Dein Telefon klingelt. Meins? Ja. Schon wieder? Ja. Ah. Wer ist dran? Am Apparat. Ah, Moinsen. Hallo. Was du kann ich für wieder oder gegen dich tun? Keine Ahnung, ich dachte, wir setzen uns nochmal zusammen wegen der ganzen Kiste und so, du weißt schon. Ja, wäre vielleicht ganz gut. Richtig. Soll ich bei dir vorbeikommen? Ja, klar, komm vorbei. Gut. Soll ich irgendwas mitbringen? Bier. Hast du kein Bier im Haus? Du hörst einen Klack. Nein, ist gerade leer gegangen. Oh. Du bist aber scheiße ausgestattet. Ich habe Mitleid mit dir. Ich bringe Bier mit. Sehr gut. Bis gleich. Bis gleich. Jojo steht eine halbe Stunde später bei dir vor der Tür. Mit Bier. Sehr gut. Oder kommt sie rein? Hat sie eigentlich den Schlüssel von deiner Wohnung? Nee, hat sie nicht. Nein, hat sie nicht. Das ist doch gut so. Wieso, wie sieht das denn aus? Das bringe ich Freya mit und dann, zack, kommst du in die Wohnung gestapelt mit deinem eigenen Schlüssel. Gut, ich könnte dich als mein Bruder verkaufen. Ja, mit ein bisschen Glück. Dir ist bewusst, dass deine Argumentation bezüglich Jojo nicht mehr so richtig funktioniert bei Freya, oder? Ich erinnere mich an die Beschreibung des Spielleiters vom letzten Mal. Hey, das hast nur du mitbekommen. Mhm. Ach stimmt, du wolltest ja Abhilfe schaffen. In zweierlei Hinsicht fällt mir gerade ein. Haha, stimmt. Sehr gut. Ich habe Bier. Sehr gut. Dann eine Eintrittskarte in dieses Etablissement. Die Tür steht ja offen. Tag der offenen Tür. Sie kommt rein, stellt dir eine Flasche Bier vor die Nase, setzt sich, öffnet sich selbst eine. Jo, ich öffne mir auch eine. So. Also, was ist unser Plan? Na, ich dachte, hier gucken, dass wir da jetzt irgendwie... Also, das Ding ist, ich glaube, was wir nicht mehr machen können oder jetzt nicht machen können, ist diese Nummer mit einer lenkt ab, der andere macht währenddessen irgendwie diese Währenddessen-Geschichten, weißt du? Ich glaube, das wird jetzt schwieriger. Ich glaube, bei der ganzen Geschichte ist es tatsächlich am einfachsten, wenn wir uns Zugang zu diesem Laden halt besorgen, uns alles in Ruhe angucken und uns dann überlegen können, wie wir am besten reinsteigen und dann irgendwann tatsächlich mal zu einer nächtlichen Uhrzeit zur Abwechslung mal wieder. Jo. Also da einsteigen finde ich, glaube ich, auch das ist, glaube ich, das Sinnvollste, ne? Weil wir jetzt echt niemanden mehr haben oder also jetzt nicht mehr so ohne weiteres da einfach. Ich glaube, das ist am einfachsten. Dann müssen wir halt nur, hast du eine Möglichkeit, mit deinen Augen aufzunehmen? Ja, ne? Hast du. Mhm. Okay, siehst du, das kann ich dann nämlich auch machen. Und dann können wir uns wenigstens alles angucken und dann können wir uns quasi hinterher vielleicht sogar zusammensetzen und eine Map basteln oder sowas in der Art damit und dann halt auch wirklich eintragen, was das für Kameras sind und all so ein Shit. Und ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir darauf achten, weil dann können wir da nämlich gucken, hier mit Winkeln und bla und Gedönse und was weiß ich nicht was. Du weißt, was ich meine. Mhm, der ganze Schnickschnack. Nur die Frage ist, wie kommen wir da rein? Einfach mal Tag der offenen Tür quasi? Nee. Oder mit den Studenten? Na, also entweder wir machen selbst was oder mit den Studenten, aber vielleicht ist das mit den Studenten sogar besser, weil wir dann in der Menge untergehen. Richtig, dann fällt das nicht so auf, dass, wenn wir uns umgucken. Dann kann man auch mal auf der Toilette, zur Toilette gehen und aus Versehen in den falschen Raum laufen und so weiter und so fort. Ja, nicht nur, auch wenn wir da nicht selber was machen, dann stehen wir im Fokus und dann erinnern sie sich an uns, weil wir Kunden sind. Sie werden sich auch dann an uns erinnern, aber dann sind wir nicht wir zwei, sondern, ne? Die Dudes. Genau, wir müssen uns dann nur noch überlegen, eine Geschichte für die Studenten überlegen quasi, eine gute. Ich wollte schon nur mal einen Film finanzieren. Ich habe von eurem Film gehört, ich finde ihn interessant. Naja, ich glaube nicht, dass wir drum rumkommen werden, Zins irgendwie zu, ne? Zu Dingsen. Ja, das stimmt. Das heißt, ich weiß nicht, was du für Zins hast. Nicht mehr allzu viele, um genau zu sein. Hast du welche, oder hast du eine, die ja vor allen Dingen so einer Tarnung standhalten kann, ja, oder? Ja, aber die würde ich ungern benutzen dafür. Naja, aber eine andere wirst du nicht nehmen können, das ist ein B-Gebiet, oder? War es ein B-Gebiet? Ja. Oder war es ein gutes C? Ich weiß es nicht mehr. Die Studioreihe selbst, das sind ja noch andere, da haben zum Teil... Also es kann schon sein, dass da bessere Kontrollen kommen als C. Hey, das ist ein B-Gebiet. Siehst du, ich dachte doch, dass das in Donskoy in diesem B-Gebiet war. Ja klar, wusste ich doch. Ich kenne mich da aus, meine Welt. Da war doch so viel Künstlerisches und... Ja, und Gedöns. Ja. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall... Ich habe eine relativ gute, aber die ist zum einen Jäger und zum anderen wohne ich hier damit. Das ist dann also nicht so... Hast du noch eine andere? Wieso nimmst du, um hier zu wohnen, deine Gutes hin? Moment, hatten wir nicht gesagt, dass dein Vermieter mit dir eine freundliche Abmachung hat? Richtig, stimmt. Die Wohnung läuft nicht auf die hin, stimmt. Genau, da war was anderes. Richtig. Aber das ist meine gute, quasi. Meine ja, aber dafür hast du die doch. Also ich weiß nicht, wie du das machst. Ich brauche, um mir irgendwie klarzukommen, die Sin, die ich mir irgendwie warm halte, ist die Sin, die eigentlich gar nicht so pralle ist. Einfach nur, damit ich, weil ich da weiß, dass ich damit hier gut über die Runden komme. Also hier zumindest. Aber, wenn ich in die B-Gebiete will, dann brauche ich doch eine gute Sin. Du kannst doch nicht die guten Sins einhalten, wenn du in die B-Gebiete rein musst. Nee, also das ist die Sin, die ich mir eigentlich immer warm halten wollte, weil die halt so gut ist, dass ich da auch reinkomme. Weil ich muss da auch beruflich andersweitig noch hin. Und da wollte ich da ungern mit einem, da wollte ich ungern Blut drauf lassen. Zumal ich mit der auch über die Grenze muss. Da lebe ich von. Wenn ich nicht gerade auf Runs gehe. Das verstehe ich. Allerdings werden wir uns dann was überlegen müssen, weil du diese Sin brauchen wirst. Richtig. Ich brauche auf jeden Fall eine gute. Dann solltest du dir vielleicht noch eine zweite besorgen, wenn du die brauchst. Richtig. So ist der Plan. Na dann. Für die nähere Zukunft. Hast du nicht die Kohle dafür schon? Ja, also ich habe mein Polster dafür extra angelegt, für sowas. Na dann quatsch doch einfach mal mit Fedor. Vielleicht kriegst du was. Also vielleicht nicht so schnell, aber, ne? Zumindest irgendwie jetzt in der näheren Zukunft, damit du vielleicht die andere Sin dann benutzen kannst und die weghauen oder so. Oder umgekehrt halt. Richtig. Ja, ich meine nur, weil irgendwie müssen wir da rein und wir werden da rein müssen. Ich kann doch nicht alleine da die ganze Zeit rumrennen, also könnte ich theoretisch schon, aber wir müssen spätestens, wenn wir da einbrechen, in dieses Ding rein. Das kann ich nicht alleine. Das weiß ich. Ich brauche nur eine neue Sin. Das stand auf meiner Agenda ganz oben für die nächsten Tage. Dann würde ich sagen, kannst du jetzt dafür sorgen, dass du sie so schnell wie möglich kriegst. Also heute, jetzt, sofort. Willst du mit noch wieder? Wenn du willst, klar. Ja, ich könnte dich auch einfach rausschmeißen. Ja, ich habe nichts vor. Siehst du? Können wir auf dem Weg noch überlegen, wie wir das machen. Richtig, das war so. Das habe ich mir gerade gedacht. Jojo guckt übrigens mal dann auch währenddessen, das können Sie auch später machen, wie das hier ist mit diesen Studenten und ob die irgendwo was gepostet haben und irgendwie öffentlich unterwegs sind und was weiß ich nicht, was du verstehst, was ich meine. Jo, Computer und Intuition. Oh, ich muss Computer steigern. Nee, spezialisieren. Spezialisierung ist super. Ja, finde ich auch. Jo. Es geht schon wieder los. Ein Erfolgetag. Jiha. Ein Erfolg. Du weißt, dass ich schlecht würfle. Du darfst mir keine wichtigen Würfe aufhalten. Das ist eine gute Argumentation. Und der Charakter ist so unfähig. Und das eigentlich nur, weil ich Pech habe. Das ist total deprimierend. Richtig, der Charakter ist super. Der ist gar nicht so schlecht eigentlich, aber ich würfle einfach scheiße. Ja, du hast 6 Würfel auf Datensuche, ne? Ja. Also, super. Ja. Sie ist immerhin sehr tief unter dem Minimum. Also, über den 50% weniger Erfolge als Schnitt. Geht ja genau. Gar nicht. Okay. Also statistisch gesehen ist das echt scheiße. Guck mal, wie er kämpft, damit er uns Infos geben kann, damit wir überhaupt weitermachen können. Das finde ich super. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, oder? Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich euch jetzt Erfolg, ich meine, okay. Jo. Das sind Studenten. Die posten alles in ihrem Leben. Ja, das ist ja das Problem. Ist da ein Blogschreiber bei? Naja, selbst wenn da ein Blogschreiber dabei ist. Was schon der Suchbegriff, ne? Das Ding ist, dass die so viel posten, dass es halt unmöglich ist. Ja, aber wir wissen doch, worum es geht. Ja, was gibt's denn da einen Pitchen, Shaman? Alles klar, findest du die News? Okay, steht da ein Name bei? Lass mich kurz überlegen. Oh, du bekommst den Namen. Es ist der wohl damit am meisten zu tun hat, heißt Mikhail Stoy. Ende. Ah ja, er ist eingeschrieben. Du weißt nicht an welchem Uniteil, ob das Konzern-Uni ist oder nicht, du weißt halt den Namen. Okay, und er ist 23. Okay, dann gucke ich als nächstes. Wenn ich den Namen habe. Nope, du hast einen Erfolg. Na gut. Musst du würfeln nochmal? Alles klar, nein. Siehst du, er erlaubt mir sowas nicht. Gibst du mir den Namen, dann kann ich quasi... Du kriegst den Namen. Kein Ding. Du kriegst so schlecht den Computer. Das Ding ist halt, das letzte Mal, als du irgendwas mit Matrix gewürfelt hast, ich glaube, das war die Introduction zu Dr. Baryshnikov. Ja, ja. Hast du eine stadtweite Epidemie losgetreten? Nein, die kam sowieso. Mikhail Stoy ist der Sohn von Dr. Baryshnikov. Erstes Testobjekt mit enormen Brüsten. Mit enormer Männlichkeit. Intuition und Computerbalance, ne? Ja. Sie. Ich habe fast genauso viele Würfel wie Jojo, also von daher. Ja. Ich habe auch nie behauptet, dass ich gut im Computer gewesen bin. Doch vorhin. Ja. Auch einer von. Genauso gut wie ich. Alles klar, pass auf. Aber er hat ja jetzt schon anders gesucht, das heißt, er kriegt jetzt andere. Du hast recht. Er hat sich vor 6 Tagen von seiner Ahlen getrennt. Wie heißt die? Ja. Svetlana. Nein, ich hätte jetzt gerade eigentlich an niemand anders gedacht. Wann wen? Freya? Das wäre so, WTF. Ich habe schon manchmal so ganz komische Zufälle dabei, aber sagen wir mal, diesmal nicht. Sehr gut. Die ist übrigens auch eingeschrieben. Oh. Jetzt sollte ich mich auch mal einschreiben. Alles klar. Ich sag mal 4K. Pro Semester? Nee, fürs ganze Jahr. Nein, Quatsch. Das ist 1,5K fürs ganze Jahr. So viel? Ja, was denkst du, warum so niemand studiert? Gehen wir jetzt einfach nach unserem Freund? Und der schreibt uns dafür weniger ein. Ich glaube nicht. Cool, ich habe 3 Sims. Du hast 3? Ja. Du bist ja so cool. So viel cooler als ich. 3-mal so cool. Na, ich kann mich erinnern, dass ihr auf die Sims auch ganz schön lange hingearbeitet habt irgendwie. Ja. Das war so ungefähr ein Drittel unserer jetzigen Spielzeit. Die einzige, die vielleicht da noch ginge, wäre Alexandra Sorokin, aber ich weiß nicht genau, ob man mit einer 3er Sin... Wieso hast du 3 Sins? Ich sehe hier 2. Ich nicht. Ich sehe... Achso, doch, stimmt, Verzeihung, das sind tatsächlich nur 2, schade. Ich war verwirrt. Mist. Die dritte ist eine echte, oder was? Nee. Nee, sie hat irgendwie das, die eine Lizenz für einen Sinn in ein Extrafeld gemacht und das deswegen verguckt. Genau. So. Man sich tatsächlich einschreiben kann, aber ich wäre dann nie da. Das ist natürlich auch scheiße. Ich habe irgendwie jetzt keinen Bock, 1,5k dafür zu bezahlen, dass ich nie da bin. Und nie irgendwelche Vorlesungen belege. Und nie irgendwelche Prüfungen schreibe. Es kann sein, dass auch deine gute Sinn bei der Prüfung, ob dein Abitur auch fachgerecht ist und alles, da schon Schwierigkeiten bekommt. Dann lasse ich sein. Gut, also ich bin keine Studentin. Ich auch nicht. Okay, was bin ich dann, was sind wir denn dann, damit wir mit der Studentenkiste da irgendwie zusammendingsen können? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin nicht mal Student, also, Puh. Ich auch nicht. Ich habe nicht mal Abitur. Dito. Ja, komm, hier. Loserflosse. High Five, Klitsch. Hm. Was machen wir denn jetzt? Nun, also die wollen ja diesen tollen Schamanenfilm. Ja, wir müssen da mal mehr darüber finden, damit wir irgendwie vielleicht eine Möglichkeit finden, da überhaupt mit in Kontakt zu kommen. Also, ich sag mal, wir könnten natürlich auch irgendwie sagen, ha, wir finden das super cool, was ihr da macht. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich diese Rolle lange spielen kann. Ja, und vor allem ist, hey, wir finden das super toll, hier habt ihr Geld. Ist ein bisschen auffällig vielleicht. Die werden sich zwar so sehr darüber freuen, dass es vielleicht gar nicht so auffällig ist, aber Richtig. Scheiße. Ja, wenn wir ein bisschen mehr über die Leute wissen, können wir vielleicht uns eher Gedanken darüber machen. Also das heißt, wir müssten mehr über die Leute wissen. Wir könnten jemanden kennen, der sich damit auskennt, Daten über jemanden zu sammeln. Ja, aber nicht für jede Kleinigkeit, weißt du, ein bisschen. Ja, aber das ist ja auch auf unserem Weg quasi dahin. Ach so, du willst zu Fedora? Nee, ich meinte eigentlich unseren tollen Rumpelstitzchen. Ja. Der wollte uns ja sowieso helfen beim Hacken und ja, sowas. Stimmt, eigentlich, dann kann er auch was dafür tun. Richtig. Stimmt, der kann auch was dafür tun. So, alles klar. Ich rufe den mal an. Macht jetzt. Ja. Hallo? Ja. Meister? Ja. Ich wusste, dass es dir gefällt, wenn ich dich so nenne. Wir können doch bestimmt im Sinne einer guten Sache deine... Ich kaufe keine Plätzchen von Pfadfindern. Außer sie sind lecker. Heutzutage verkaufen Pfadfinder auch nur noch Haschkekse. Die würde ich auch nehmen. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Das war deine Absicht, oder? Nein, pass auf. Ich brauche Infos. Und du kannst sie mir bestimmt besorgen. Es sind nur wenige und es ist wahrscheinlich nicht schwierig. Ja, aber du hast definitiv viel zu viel für diese Klamotten bezahlt, vor allem die Unterwäsche. Das gibt's billiger da. Hier ein Link. Stimmt? Arschloch. Wieso hast du mir das nicht eher gesagt? Ja, weil du sie erst heute trägst. Ah. Und du solltest vielleicht noch diesen RFID da eigentlich hervorheben. Habe ich die gelöscht, aber... Ja, kann passieren. Ich muss das Ding wieder reparieren, so ein Scheiß. Nee, die haben die zum Teil jetzt einfach an anderen Stellen. Die sind gewitzt. Der Feind ist überall. Also, ja. Siehst du, das sage ich auch ständig. Sie schickt ihm mal einen Namen. Schickt ihm auch den Titelnamen. Ja, das macht sie. Also sie schickt ihm jetzt quasi die paar Grundinfos, die sie haben. die ihr von ihm habt, alles klar. Hä? Richtig. Naja, dass es gedreht wird, habt ihr ja von ihm. Ja, aber den Namen. Achso, ja, das... okay, den Namen, den habt ihr jetzt tatsächlich so noch alleine herausgefunden. Wir brauchen mal ein paar Infos über die Truppe. Du musst jetzt dich nicht irgendwie in keine Ahnung was, aber so ein paar Infos wären halt nicht schlecht, damit wir da wissen, mit wem wir da was zu tun haben. Jo. Kann sein, dass die Truppe schwierig wird. Wieso? Weil... Warte, wo war denn das? Ich habe euch nur die gekürzte Fassung gegeben. Oh. Naja, weil das ist viel irrelevantes Zeug. Was soll ich vorher wissen, dass ihr euch für den Taubenschaman interessiert? Nee. Also. Das Projekt ist dort angemeldet, dass sie das irgendwann drehen wollen, aber die hatten bisher offenbar nur so ein Treffen, um auszumachen, was da geht. Das heißt, das dauert alles noch ein bisschen, ne? Und da war halt nur der eine Dude. Der dessen Namen. Das weiß ich halt nicht. Da war nur der eine Dude. Und das ist jetzt noch nicht so gut organisiert. Das heißt, über den kriege ich garantiert was, aber die anderen... Ja, okay, über den reicht ja schon. Ja, guck ich. Dauert ein bisschen. Okay, gibt's irgendwo eine offizielle Stelle, wo man quasi durch Zufall mitgekriegt haben könnte, dass sie das vorhaben? Hä? Nochmal was? Na, pass auf. Das steht hier auf der offiziellen Seite von Dreamcast zum Beispiel. Alles klar. Da habe ich das auch her. Da sind alle Projekte, die öffentlich angekündigt werden, sind halt da. Das ist öffentlich. Okay, sonst noch irgendwas, wo man das sowas durch Zufall mitkriegen kann? Ach, kann ich auch selber gucken. Okay, gut, danke. Weiß ich. Sage ich dir, wenn ich was gefunden habe. Okay. Jo. Lass schmecken. Denk dran, Marshmallows nicht vergessen. Mit Marshmallows schmeckt alles besser. Yeah, Karamell. Das ist auch nicht schlecht. Das ist besser. Marshmallow-Kuchen mit Karamell. Und Worcestersoße. Bist du schwanger? Ja. Ah, ich trage ein Kind der Liebe. Es ist ja, ein Zwitter. Das sagen sie alle die ersten 2 Monate. Es ist ein Zwitter. Naja, das ist doch gut. Ja, ich finde diese Geschlechtertrennung einfach furchtbar. So, ich rufe zurück. Piep. Irgendwann wollen die alle nicht mehr mit mir reden. Vielleicht bist du komisch. Ja, aber deswegen mögen mich die Leute doch. Das war unangebracht, Spielleiter. Das passt so gut. Willst du etwas sagen, das sei nicht so? Vielleicht. Was? Na, wenn du ein bisschen vielleicht dezenter sein würdest. Schämst du dich? Nein. Du bist manchmal ein bisschen auffällig. Ja, du glaubst doch nicht, dass ich so dann zu den Studenten hingehe. Vielleicht. Nein, das hatte ich nicht vor. Na, das ist gut. Ich weiß nur noch nicht, wie ich mich verkleide. Hipsterbrille auf und Jutesack dabei, würde ich sagen. Das ist doch wieder jetzt in. Vor allem haben viele Hipsterfrauen Dreads. Das ist richtig. Oder ich verkleide mich als Emo-Püppchen, das geht auch. Hm. Oder als Skater-Girlie, das Skateboard kann ich ja mitnehmen. Oder als, keine Ahnung, es gibt so viel Potenzial. Du hast Potenzial. So viel, was ich noch nie war. Sehr gut. Dann kann ich ganz lässig auf dem Skateboard angefahren kommen und sagen, hey, was geht ab? Oh Gott, das nehme ich mir nicht mal selbst ab. Egal. Richtig. Wenn das nichts wird, meine Klamotten ändern. Ansonsten, wenn das nichts wird, könnten wir eventuell, wenn wir sowieso gerade schon bei der Uni sind, mit Schwert, Schild und Simone infiltrieren. Mit was? Mit Schwert, Schild und Simone. Oder aber wir nehmen das Rentensblätter. Ach so! Ah, jetzt weiß ich, wo du bist. Sie. Ja, okay. Ich war gerade noch nicht so weit, dass du bei den anderen Projekten bist. Okay. Ja, das könnten wir prinzipiell probieren. Wobei mir dann das Renten-Revanche, dieser Splitterfilm Gore Umis 2 eigentlich besser gefallen würde. Eigentlich ja, oder? Ich finde, das ist einfach zu gut, da kann ich mich als Enkel ausgeben. Vielleicht sind die alle schon dement. Das wäre witzig. Euer einer Erfolg sagt euch aber, dass die Rentner Ranch ist tatsächlich ein High-Quality-Splatter, ne? Also High-Quality. Das sind halt nicht irgendwie ein paar Studenten, die sich denken, geil, Junge, machen wir jetzt irgendeine Scheiße, Junge. Also es klappt schon, aber es ist mit mehr Aufwand. Mit anderen Dingen verbunden. Mit mehr Schwierigkeiten. Dafür werden natürlich in dem Film mehr Arme abgerissen. Das ist richtig, aber dafür brauche ich keinen Film. Kann ich nur in Natura haben. Was sieht im Film viel witziger aus? Weißt du nicht mehr, wie ernüchternd das war, als du diesen Arm abgerissen hast und dir dachtest... Es war so unbefriedigend. Da hätte mehr spritzen können. Ja. Doof, dass der schon tot war. Das nächste Mal müssen wir das anders machen. Zum Glück hast du das ja dann auch anders gemacht. Ja. Du bist gestört. Ansonsten könnte man ja versuchen, noch irgendwie über die Mitarbeiter reingehen, aber... Na, schwierig, glaube ich. Also suchen die gerade einen Job? Mitarbeiter? Das hatten wir doch letztes Mal schon geguckt. Hattet ihr? Hatten wir nicht erinnert. Ich hatte zumindest gefragt, ob da eine Stelle frei ist. Ja, die hört aber keiner zu. Also ich merke das schon. Also ich bin mir unsicher, ob du das gefragt hattest. In jedem Fall... Ich auch, aber ich dachte es irgendwie. Wirft doch mal den Schnitt eures Edges. Also einer von euch. Es müsste 4 sein. Du darfst jetzt mal würfeln, Karban, bitte. Ich würfel immer so schlecht, du würfelst immer gut. 2 Folge. Siehst du würfelst immerhin mehr als durchschnittlich. Das war jetzt durchschnittlich. Nein. Für Karban war das durchschnittlich. Ja, das stimmt. Für Karban immerhin war das 2 von 4 Würfel, das ist genau der Durchschnitt. Ja, alles klar. Sie sind offen für einen Praktikanten. Der muss aber durchaus Ahnung haben beim Schnitt oder bei der Kameraführung. Und mit Ahnung meine ich halt, weiß ich nicht, ein halb beendetes Studium in die Richtung oder sehr krasse Hobbysachen. Also nicht halt jemanden, der Kaffee holt, sondern schon jemanden, der denen auch wirklich helfen kann. Ich habe Computer auf 1. Ich kann das. Ich sag mal. Ey, nee. Ich hab schon mal beim Heimwerker King zählt das. Bitte was? Ich habe schon mal beim Heimwerker King mitgewirkt, zählt das? Was hast du da eigentlich nochmal gemacht? Alles mögliche, aber ich meine, ich hätte sogar mal die Kamera geführt. Nee, ich glaube, das hat Billy... Nee, Billy war in der... Billy war in der Maske. Aber hast du die Kamera geführt? Ich meine mal, ja, aber nicht aber so, war das nicht nur irgendwie... bei der Aktion? Ich glaube, das war nämlich nur bei der Aktion am Ende, bei der illegalen? Ja. Ich glaube auch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ansonsten war ich eigentlich das Mechaniker-Mädchen. Ja, also Mechaniker, warte. Hey, haben die jemanden klug in der Richtung? Okay, es sieht nicht so aus, als hätten sie jemanden in der Richtung. Das heißt, sie haben es garantiert outgessen. Okay. Technik, das kann ich. Steht nicht explizit da, dass sie das suchen, aber das ist am ehesten was sie gebrauchen könnten. Das ist was ich wiederum kann. Das ist gut, dann kannst du da rein. Ja, steht ja schon deiner Sinn, ne? Oh. Ja, das stimmt. Oh. Nein, tut's nicht. Bei Maya? Bei Maya steht da. Da steht wichtiger Informant für Mostrans. Und ja, das ist verdammt, nicht für irgendwelche Letzten sichtbar, das ist für die Bullen und ein paar andere dickere Dudes sichtbar. Das ist richtig, aber ich meine, sowas in der Art stünde auch, da steht, dass sie eine Lizenz für Magie hat, haha. Hm. Ihr wisst auch hier, kurz dann bist du halt Special Effects. Ne? Ja, ich weiß, dass Kurzzeitzinsen möglich sind. Okay. Richtig, darauf wollte ich nämlich hinaus für diesen Run eigentlich. Ja. Ist viel günstiger. Ich hatte das schon wieder vergessen, dass es das bei mir gibt. Ich finde, das ist ein unwahrscheinlich geiler Plan, weil man muss nicht immer alle 10.000 Euro für so eine Scheiße ausgeben. Können wir ja mal gucken. Habe ich auf den Knopf gerade gedrückt, als ich meine Litanei von wegen bin ich cool sowas gemacht habe? Ja. Sehr gut. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Nee, können wir mal machen und ich werde, wenn ich... so eine Sin ist generell praktisch, oder? Ja, eine Sin ist generell praktisch, aber wir sollten eine Wegwerf-Sin, also eine Kurzzeit-Sin... Das meine ich doch, so eine Sin ist doch dann praktisch, dann kann ich da auch Mechanikerin reinschreiben. Krieg dich doch nicht auf. Krieg mich doch gar nicht auf. Ist gut. Ich bin cool. Immer schön durch die Möse atmen. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich habe Lust auf Fischstäbchen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Wind wie auf dem Hamburger Fischmarkt. Mmh, lecker. Naja, das kann ich einstellen, dass das so riecht. Das war ein Scherz, kann ich nicht. Ernsthaft, das wäre so... Oh Gott, dreh das mal um. Das wäre echt eklig, oder? Die neue Cybervagina, wie man ein Date beendet. Pheromone an. Pheromone off. Tran an. Ja. Gut. Jemand kommt nicht aus dem Tran. Thema. Das ist dann schon ein bisschen witzig, ja. Ich wollte einfach nur dieses Gespräch beenden, Entschuldigung. Ich hatte nichts Sinnvolles zu sagen. Okay, ja gut. Dann sowas wie Technik, bla, Kabellage, etc. Den ganzen Scheiß kann ich. Ich habe schon so oft so einen ganzen HiFi-Scheiß und bla, was weiß ich. Finde ich gut. Außerdem habe ich das schon mal bei Zenit gemacht. Oh, nice. Cool. Da musste ich sogar Kameras reparieren. War cool. Ich könnte quasi als Stuntman-Double, also mit als Double oder Stuntman. Ich glaube, sowas brauchen die aber nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Na, lass doch mal... Ja, sonst versuch du doch da reinzukommen und ich versuche die Praktikantenstelle zu kriegen, wenn es da sowas... Oder vielleicht nehmen die mich ja auch als, keine Ahnung. Ich könnte einfach so eine Blindbewerbung da abschicken und vielleicht bin ich einfach viel cooler als die. Das könnte sein. Wofür genau? Für Stuntman? Mhm. Stuntman haben sie ja keinen festen, da bedienen sie sich halt aus so einem Pool, ne? Von Freelancer-Dudes. Hatten die da nicht Monsieur 1 und Monsieur 2 da? Ja, das sind deren Standard-Dudes. Die sie oft nehmen, wenn das Budget zulässt. Na, wenn du dich dann da hinstellst und sagst, du bist billiger, weil du noch irgendwie... Ja, das machst du ja im Normalfall. Nur wenn du wirklich am Rand des Untergangs bist, machst du das. Ansonsten macht das natürlich dein Manager. Und ich nehme an, für sowas gibt es auch irgendwie, weiß ich nicht, der bezahlst so X an Konzernen X, da ein bisschen dein Image aufpolieren und dich dann an sowas vermitteln und dich da irgendwie vorstellen. Weißt du? Das ist alles so viel Aufwand. Na, wir quatschen gleich erstmal mit Fedor. Du brauchst ja eh nochmal eine richtige Sinn und eine Kurzzeit-Sinn wäre vielleicht auch nicht schlecht. Richtig. Jetzt muss ich nur noch gucken, für was. Ich könnte quasi als normaler Lichtfood oder so da rein. Ja, oder Student, ne? Wenn's geht. Dann könnten wir nämlich zwei Schienen fahren. Zum einen die Pigeon-Shaman-Sache und zum anderen die andere Kiste. Und wir können ja auch durchaus so befreundet sein, das funktioniert ja trotzdem. Ich könnte sogar magischer Student sein, weil wegen hier magische... Ich kenne ja ein bisschen... Ich kenne mich damit um. Ja, aber jeder... Oder Zoologe oder na, sowas Biologe. Geht schon, aber jeder Dude sieht, dass du auf gar keinen Fall magisch bist. Also ja, nee, jeder, das ist klar. Dingsig ist. Das ist klar, aber man muss ja nicht magisch sein, um magische Sachen zu lernen. Nur 40% aller Studenten an magischen Universitäten sind irgendwie behaftet mit dem Makel. Na, entweder das oder du bist tatsächlich, keine Ahnung, du weißt selber, was du besser kannst. Biologe. Ja, aber dann ist es doch irgendwie, wäre es doch sinnig, da Flair, wobei Biologe kannst du sein, das ist dein Hobby und du wolltest sowas schon immer mal machen und bla. Warst du mal Hobbyschauspieler oder sowas? Nee. Ha, weißt du, ist auch eigentlich Wurst, weil, überleg mal, wie lustig das ist, wir haben schon so viel versucht, also wegen Jobs und so viel. Was würfelt der Spielleiter eigentlich die ganze Zeit? Lass es dir nicht verarschen. Wahrscheinlich. Wir mussten für Jobs schon so viel Scheiße erzählen. Eigentlich müsstest du doch mittlerweile gut lügen können, oder? Naja, ich bin kein guter Lügner. Aber du guckst gerne Filme. Ja. Das heißt, du kannst dich auch für Filme interessieren. Das ist richtig, besonders historische Filme. Ja gut, egal, wo ist die Kurs. Auf jeden Fall kann das ja durchaus ein Hobby sein. Und wenn du dann Student bist, dann kommst du da vielleicht noch eher an die Typen ran. Das geht bestimmt eher mal so. Also ich glaube, die trauen anderen Studenten eher als irgendwelchen Leuten, die so dingsig sind. So, und das heißt, ich kann nämlich dann später auch dazu kommen, besonders wenn ich dann den Praktikumsplatz bekomme, weil dann kannst du nämlich sagen, ey, die hat sich da, oder was weiß ich da für einen Platz, ey, die hat sich da als was weiß ich was beworben. Und ich kann dann später so dazukommen und dann ist das vielleicht sogar ein Grund für die zu sagen, ey, yo, geil, du kommst jetzt sofort mit uns. Also, oder auch nicht. Aber wir können uns dann halt auch durchaus kennen. Das ist ja dann kein Problem, weil wir beide ein Hobby teilen. Deswegen habe ich mir auch genau da was gesucht und ich sollte jetzt aufhören zu reden, weil ich schon viel zu lange, viel zu schnell spreche. Das finde ich gut, also dass du aufhörst zu reden und das andere auch. Dann wäre es cool, wenn du vorher angestellt bist und ich dann zu den Studenten gehe und sagst, ja, die arbeitet da gerade, also ich habe eine Freundin, die da arbeitet, bla bla. Und ne, habe dann darüber gehört, dass ihr das macht. Noch nicht lange, aber ja. Ja, ne, aber habe gehört, dass ihr das darüber macht und habe mir gedacht, boah, geil und ne. Okay, Bitches. Cool, machen wir so. Ich finde, das ist voll der gut ausgearbeitete Plan. Mit schlecht bezahlten Jobs kenne ich mich ja mittlerweile aus. Es macht mir manchmal Angst, wenn er verdeckt würfelt, beziehungsweise wenn er generell sehr viel würfelt. Vielleicht will er uns echt nur ärgern. Vielleicht aber auch nicht. Ich werde ab jetzt immer wieder verdeckt würfeln. Das bringt euch viel zu leicht aus dem Konzept. Das ist schön. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind bei Fedora gleich irgendwann. Ihr seid da, ja. Jojo hat ihm irgendwas mitgebracht. Sekunde. Was hast du ihm mitgebracht? Mag er Schokoladentart? Also gute? Ich kenne Tart. Ich kenne Schokolade. Ist das was man kombinieren sollte? Das ist ein sehr flacher, sehr saftiger, süßer Tart Schokoladenkuchen. Ist, wie gesagt. Finde da richtig geil. Okay. Ja. Dann hat Jojo Schokoladentart mitgebracht, wenn er das mag. Also es ist einfach nur ein sehr süßer, sehr saftiger, sehr, 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 sehr schokoladiger Tart halt mit Schokolade. Ich verstehe das Prinzip. Sehr lecker. Sehr geil. Also, der Dude davor lässt euch rein. Fedor hat weder die Beine auf dem Tisch, noch sitzt er gechillt in seinem riesig geilen Sessel, sondern er sitzt nach vorn gebeugt und vergräbt sein Gesicht in einem Burger, als sie reinkommt. Wirft er ihn schnell in den Mülleimer, wischt sich den Mund ab und sagt, geht mich nicht an, geht mich nicht an. Ich bin eklig. Hast du gerade... Nein. Du hast einen Burger weggeschmissen. Hast du gerade einen Burger weggeschmissen? Seht mich nicht an. Warum hast du ihn weggeschmissen? Ist dein Akademiker-Zirkus schiefgelaufen? Bitte was? Hä? Entschuldigung, ich hab's irgendwie letztens... eine alte Serie gesehen. Achso. Karban? Mhm. Wer nachts arbeitet, darf tags auch am Fenster gucken? Was? Dein Hosenstall ist offen. Ah, danke. Ich fand die Häschen so niedlich, deswegen habe ich nichts gesagt. Ah, die Häschen. Das ist ein gefährliches... Hier, siehst du? Da. Das ist ein gefährliches Monster. Das ist das Monster. Ja. Mhm. Erkennst du das nicht, Jojo? Was? Na, das Monster, Mann. Na doch. Ne? Das Kaninchen soll das Monster sein, kennst du. Kennst du aus dem alten Film? Mit wem redet der? Mit dir. Mit Jojo, ne? Mit mir? Ja. Ich kenne das nicht. Ich habe jetzt auch nicht so genau hingeguckt, muss ich sagen. Das ist von Ritter der Kokosnuss damals, ein ganz uralter Film. Achso. Nee, das ist ein Killerkaninchen. Ah, ja, die kennt man ja. Die gibt's ja. Den muss ich dir mal bei Gelegenheit zeigen. Gut. Setzt euch. Er macht euch frisch gepressten Orangensaft mit Wodka. Aber das passt doch gar nicht zur Schokoladentart. Orange und müssen wir das schon nacheinander wohl essen. Ja. Und trinken. Ich danke dir vielmals. So. Danke. Ich danke auch. Prost. Wie geht es dir? Prost. Ja, ne? Also. Außer, dass du dich vor dir selbst ekelst. Hey. Du hast Essen weggeschmissen. Ich hab nichts gesehen. Nein, was denn? Naja, dann weiß ich. Manchmal, da weiß ich nicht, wovon du redest. Ich neige zu Tagträumen. Solltest du mal untersuchen lassen, ist nicht so gut. Hm. Ja. In meinem Hirn tanzt etwas. Ich bin ein Tumor, ich bin ein Tumor, ich bin ein Tumor, Tumor. Das kenne ich. Siehst du? War jetzt ein bisschen unmelodisch, aber ist okay. Ich habe nie gesagt, dass ich eine gute Singstimme habe. Das ist richtig. Das solltest du wirklich lassen. Was? Den Tumor tanzen zu lassen? Ich habe doch auch gar nicht gesungen. Ich habe nur unrhythmisch Tumor vor mich hingebrabbelt. Ach so, okay. Ja, das hat ja nichts mit Singen zu tun. Ich singe nur, wenn ich betrunken bin. Oder so, der Lust dazu habe. Gut. Ich habe so. Wieder alles zum Schweigen gebracht. Du hast ein Anliegen. Ich habe ein Anliegen. Er hat ein Anliegen. Ich habe auch ein Anliegen. Beziehungsweise wir alle beide haben ein Anliegen. Wir alle drei haben ein Anliegen. Genau, dein Anliegen ist, du möchtest Geld verdienen und unser Anliegen ist, wir möchten dir dabei helfen. Ich weiß nicht, ich habe mir überlegt, dieser ganze Materialismus, das macht mich nicht glücklich. Okay, dann kannst du uns auch umsonst helfen, das ist kein Problem. Ich umarme dich auch dafür. Okay, alles klar. Habt ihr gut gemacht, sehe ich ein. Also. Und zwar brauche ich eine neue gute Sinn. So eine B-Gebiet-Standard mit... Sowas genau. Schon mit Fingerabdrücken und so einem Gedöns halt. Richtig. Okay. Etwas Gutes. Willst du irgendwelche Lizenzen dazu? Ein Schein, dass ich eine Pistole tragen kann, wäre ganz gut. Ja, das ist ja kein Ding. Hattest du nicht auch irgendwas im Körper, was... Nee, oder? Doch, du hattest da irgendwas. Ja, meine Knochen und meine Muskeln vielleicht. Okay. Die müsste ich dann natürlich auch lizenzieren, das ist richtig. Jo, vielen leichter Waffen, jo, 12.000, 16 Tage. Mit einem. Mhm. Okay. Krieg ich hin. Und das andere wäre, wir beide bräuchten kleinere Sins, die man wegschmeißen kann. So zwischendurch. Also sprich, kurzfristige Beschäftigungserlaubnisse. Ja, ich verstehe schon. Sekunde. Auch so gut oder anders? Nee, ungefähr so gut müssen die, glaube ich, sein. Mhm. Okay, wollt ihr da irgendwelche speziellen, noch zusätzliche Sachen oder nur Lizenz? Ich bräuchte eventuell einen Unischein. Was genau? Botaniker, Biologie, sowas in der Art? Er will Student sein. Er will sich einmal in seinem Leben klug fühlen. Richtig. Also noch eingeschrieben. Ja. Wie alt bist du, Junge? Ich bin Langzeitstudent, ich bitte dich. Ja. Meine Eltern können sich das leisten. Warte mal, wie alt war ich? 26. 27. Ja, okay, das geht ja noch. Wie lange sollen die gelten? Das ist eben noch unser größtes Problem. Das wissen wir noch nicht. Das muss ich vorher wissen. Das weiß ich. Maximal 4 Wochen, denke ich, oder? Also es sind halt... Ja. Es sind 110 pro Tag, wenn ihr beide eingeschrieben sein wollt, einfach. Nee, ich muss nicht eingeschrieben sein. Du musst nicht eingeschrieben sein, dann sind es für dich halt 100. Ich muss nur Mechanikerin sein. Ausgebildete? Richtig mit Beruf und allem Gedöns? Also mit Arbeitserlaubnis und was man nicht und abgeschlossene Ausbildung und... Na, entweder das oder Studentin, die sowas kann. Das ginge auch. Also irgendwas in so eine Richtung. Ja, Studentin, die sowas kann, ist halt entweder eine Studentin mit abgeschlossener Ausbildung oder halt eine, die schon richtig weit fortgeschritten ist. Keine Ahnung. Hm. Du kannst Studentin mit einer abgeschlossenen Ausbildung sein. Davon wird es nicht teurer. Dann sind es halt auch 110. Ach so, na gut. Pro Tag? Ja, pro Tag. Und, je nachdem, wie lange die dann gelten sollen, kann es ja doch sein, dass es noch ein bisschen dauert. 110 für uns beide zusammen oder pro Nase? Pro Nase. Oh, ja, stimmt, ich entsinne mich. Hey, es ist Arbeit. Ja. Aua. Oh, na. Na, mach erstmal 2 Wochen, glaube ich. Dann liegt die andere sind erstmal auf Halde, weil die könnte ich mir dann gleichzeitig nicht leisten. Das doch kannst du, wir haben doch noch. Ja, oh richtig, wir haben Geld. Wir hatten ja, wir haben ein Budget. Wir haben ein Budget, das 2 Wochen zulässt. Oh, das ist so süß. Ich war? 2 Wochen wären 1540 pro Nase. Ich weiß. Also 3080 für uns beide zusammen. Ja, ich überlege bloß gerade. Ob du uns einen Rabatt rausschlagen kannst. Es gibt Dinge, über die habe ich nie nachgedacht. So. Zum Beispiel, dass eine Umarmung ist. Entschuldigung. Na, ab wann ging's denn? Warte. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Na, du hast ein bisschen Zeit. Also wenn wir sagen, ab nächster Woche und du kannst mir aber vorher schon... Nächste Woche ist halt übermorgen, ne? Ja, Okay, nee, übermorgen muss noch nicht sein. Ein paar Tage wäre es okay, eine Woche wäre auch noch okay. Allerdings wäre es dann sehr cool, wenn du mir vorher einen Namen von der Sin geben könntest, so früh wie möglich. Okay. Das ist gerade echt schwierig. Also, am 22. Das ist ein Montag. Das wäre quasi übernächste Woche, ne? Also so 9 Tage. Da könnte sie haben. Den Namen kann ich hier nicht viel... Ja, doch, dürfte gehen. Wenn ihr mehr hinlegt... Wenn ihr 50 pro Nase pro Tag, der eher sein soll, ne? Ihr versteht. 50 pro Nase pro Tag eher. Na, dann runden wir auf 3500. Das heißt 4 Tage eher. Also am 18. Und der Rest Donnerstag. Ist Trinkgeld. Trinkgeld. Alles klar, dann gebe ich euch noch ein Fläschchen belgisches Bier mit jedem. Trinkgeld machen wir nicht. Nicht bei euch beiden. Bei euch beiden nehme ich kein Trinkgeld. Finde ich nicht in Ordnung. Wie du willst. Okay. Alles klar, also am 18. Na gut, bei der Preisklasse müssen wir uns vermutlich kurzzeitig anlegen. Das können wir nicht anders machen. Gib mir einen Namen, den du willst. Könnt mir beide Namen geben. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Das ist zum Beispiel eine Sache, da würde ich dir raten, einen anderen Namen nehmen. Anton Chekhov, alles klar, muss es doch unbedingt so machen. Chekhovzow. Scheiß Namensgenerator. Mach mir mal einen für eine Frau. Ich hab grad keinen Namensgenerator, gib mir mal einen für eine Frau. Ich hab's gerade wieder zugemacht, nachdem ich den Namen kopiert habe. Na toll. Moment. Russisch. Ja toll, das ist der falsche. Ich öffne viel zu oft Namensgenerator. Tanja Kreptikow. Siehst du, das kann man aussprechen. Indem man ein Beispiel. Das klang ein bisschen wie Tanja. Hat sie nicht gesagt. Ach so. Wenn du es richtig verstanden, wenn du es von Anfang an verstanden hättest, dann hättest du es lustig gefunden. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich sowieso wieder rausschneiden. Bin ich noch nicht sicher. Haben wir jemals etwas rausgeschnitten? Sowas haben wir oft raus. Weißt du, wie oft die mich zensiert haben? Ja, das war schon... Das war am Anfang. Manchmal gut. Ja, das war schon nötig. Lass mal drin. So. Dann kommt der Shitstorm. Also, was darf man keine Witze machen? Wir kriegen keinen Shitstorm. Das ist ja das Gute. Stimmt. Yep. Steht alles im Disclaimer, weißt du. So, hast du dir jetzt das Geld schon abgestrichen? Jojo. Von eurem... Shit. Dann würde ich mir auch die 12.000 wegstreichen. Hm? Ja, kannst du machen. Am 29. kriegst du die. Ich hab's mir aufgeschrieben. Sehr schön. Jojo, weißt du, wie viel hast du jetzt bezahlt? Wir haben jetzt 3.500 Nuyen bezahlt, 4.500 haben wir noch. Wieso habt ihr nur 3.000 bezahlt? Das ergibt keinen Sinn. Wenn jeder von euch 1.500 roh bezahlen musste, ohne die 3.500. Verkürzung... 3.500! Hör mal zu, Mann! Zweimal 1500, zweimal der reine Rohbetrag, dann hätten, das wären 3080 gewesen. Ich habe gesagt, runde auf 3500 auf. Das sind 400 Nuyen, sprich 4 Tage eher. Easy. Hab ich dir gewusst? Quatsch nicht so blöd, Alter. So. Arschloch. So, also Anton war Student. Genau, und das Michael Efremov ist quasi die Langzeit sind. Efremov. Mikhail. Wunderbar. Es gibt eindeutig zu viele davon. Sekunde mal. Wofür wirst du nur eingeschrieben sein, Karban? Hab ich doch gesagt, hier für Dinge mit Pflanzen. Biologie. Und Botanik. Okay. Denn das sind meine gute Wissenfertigkeiten. Botanik und Zoologie. Ich bin ein verdammter Biologe. Das hätte ich nicht gedacht, Karban, irgendwie. Ich hätte gedacht, du bist so ein männlicher Typ, aber... Nein. Botanik, Zoologie, ja, krieg ich hin. Ich dachte, du bist ein Schlachter. Du könntest auch Parazoologie und Parabotanik... Ja, Parazoologie ist halt unheimlich kompliziert. Das geht eigentlich. Nee, dich da reinzukriegen, der Studiengang ist halt viel kleiner. Ja, das ist nicht das... Und ich meine, ich muss mir irgendwie schon einen familiären Hintergrund dann noch dazu basteln und... Nee, ich sehe dich halt da nicht so richtig drin. Der Org-Anteil an der Uni ist schon, ne? In solchen Fächern. Junge. Stimmt, ich bin ja jetzt auch eingeschrieben. Ja, aber ich bin mal klug in meinem Leben, Entschuldigung. Das ist dann aber Alkohol kann man nicht studieren. Alkohol kann man nicht. Es gibt, warte, lass mich das kurz raussuchen. Da. 30 Leute sind in der Brauerei und Getränkeindustrie drin. Und ich habe das nachgeguckt. Die haben ein beschissenes Seminar, wo sie Bier verkosten. Du gehst da hin, machst eine Prüfung und verkostest Bier. Das ist schon ein bisschen geil, vielleicht könntest du mich da auch einschreiben, aber wohl nein, machen lass mal lieber. Es sind halt, wie gesagt, grade 20 Leute, die da drin sind, ne? Jojo überlegt gerade allen Ernstes, das irgendwann mal Noron zum Geburtstag zu schenken. Wie willst du das denn machen? Er müsste schon sehr viel tun, damit sie das hinbezahlt, die das kriegt. Ja, hast ja recht. Das ist schon teuer, sag ich mal. Ja, leider. Aber es wäre passend und witzig. So, und bei dir bleibt es auch bei der abgeschlossenen Berufsausbildung schon, ne? Ja. Okay. Das ist leider notwendig. Ich muss arbeiten für mein Geld. Idiotin. Okay, habe ich alles. Also, Karban, du bekommst deine richtige Szene am 29. Der Rest, wie gesagt, am 18. bis einen Tag nach dem Tag der Arbeit. Alles klar. Siehst du? Was? Können wir noch so tun, als könnten wir zur arbeitenden Bevölkerung gehören? Als würden wir zur arbeitenden Bevölkerung gehören und mit ihnen zusammen feiern, dass wir nicht arbeiten müssen. Finde ich in Ordnung. Auch. Kommt halt drauf an, wo, ne? In der Uni ist... Nimmt uns das keiner zum Teil ab? Trotzdem. Wollte ich euch mal sagen, da müsst ihr aber erscheinen. Ja, nee. In dem Tag wird blau gemacht. Okay, ihr kennt euch nicht mit der Uni so aus. Ich kriege euch eigentlich nur in die öffentliche Uni für das Geld. Ja, ich nehme an, ihr wollt das. Ja. Und da ist Anwesenheitspflicht, wenn du nicht da bist. 3-mal raus. Was? Ja. Du kannst dich zurückkaufen. Aber das ist nicht so. Das ist nicht wie in diesen alten Sitcoms oder so, wenn man das sieht. Ja, dann habe ich mein Studium vielleicht doch besser abgebrochen. Wieso? Weil ich nicht zur Uni kann. Ich muss was anderes machen damit. Nein, dafür ist doch gesorgt. Ihr könnt da nicht hin. Also ja, eben. Ihr könntet schon dahin, aber natürlich seid ihr... Das muss ich natürlich schon so regeln, dass ihr das irgendwie... Ne, ja, gut, ich wollte nur mal sicher gehen. Dass ihr in der Zeit nicht in die Uni geht, ist klar. Urlaubssemester. Gibt's sowas nicht mehr? Ich sag mal, schon. Wir schreiben unsere Doktorarbeit. Ja, genau. Mhm. Also wie gesagt, so jemand wie Tiger Powers, der hatte zum Beispiel viele Urlaubssemester. Aber der konnte das halt auch. Der Daddy hatte Geld. Ja. Hatte? Affe. Ja, was weiß ich, weiß jetzt nicht, wie es war. Ich weiß, ne? Ach so, eigentlich bräuchtet ihr realistischerweise einen Nebenjob, ne? Das ist ja der Grund, weshalb ich die Sinn brauche. Richtig. Okay. Und Karban, du? Ansonsten würde ich dich irgendwie als Hiwi eintragen. Hiwi ist gut. Okay. Weil ansonsten könntet ihr euch das niemals leisten. Ja, deswegen muss ich ja jetzt ganz, ganz dringend. Okay, alles easy. Sehr gut. Soll ich noch einen Trauschein ausfüllen, oder? Ich Ich meine, ihr habt bitte. Jetzt schon ein gemeinsames Konto? Okay. Das sind... Es ist ein Trauschein. Ich bin romantisch veranlagter Mensch. Ich sag mal, je nach Preisklasse, eine Umarmung? 400. Umarmungen? Kröten. Nein, was? Moment. Nein, nicht nur hier. Du wolltest doch weg von dem Materiellen. Richtig. Und zweitens, du verheiratest sie mit mir, also ich bitte dich. Na, der funktioniert nicht. Der ja, erfahrene, ältere Ork und die junge, püppchenhafte, zu beschützenswerte, also ich meine, ehrlich gesagt, doch. Auf jeden Fall. Ja, aber nee, das genau, und es ist Sache des Mannes, die Dinge zu bezahlen. Du weißt doch, es gibt total Rassismus und ich will nur auf die Presse kassieren, dass ich den Männern eine hübsche Frau wie sie wegnehme. Ja, aber nicht überall. Also ich meine, ne? Es gibt schon, wir sind nicht alle so scheiße. Es gibt auch einen Haufen Norms, die sagen würden, die würden zu dir hingehen in der Bar, die würden sich vor dir hinstellen, ein bisschen breitbeinig. Wenn sie gesagt, so, Alter, hast du dir keine richtige Frau gesucht? Genau, die würden sagen, Alter, High Five. Das, komm, wir sind nicht alle so. High Five wegen ihr? Nix gegen dich. High Five wegen ihr? Und dann zeigt er so auf Höhe so, und guckt halt unglaublich rüber. Soll ich kurz rausgehen? Na, ich sag mal so, die High Five geben, sind ja die auf der anderen Seite sagen würden, du hast mir die hübsche Frau weggenommen, nicht wahr? Also ich meine, das war gerade deine Argumentation. Das war eher sarkastisch. Ach so. Das habe ich nicht gemerkt. Ist egal. Das tut mir leid jetzt. Nö, völlig in Ordnung. Okay, wir würden, es gibt auch genug von uns, die sagen würden, Junge, da kriegst du was Besseres. Oder ist die golden oder was? So. Na sicher ist sie golden. Ja, alles klar. Da kannst du auch nichts machen, wenn sie golden ist, sie golden. Es gibt nichts. Also da gibt's nichts dagegen zu sagen, es ist halt das Höchste, was du erreichen kannst. Ja. Wat? Mut? Dat Mut. Ja. Es gibt doch schon solche, die wohl Platin-Status erreicht haben sollen. Das sind Legenden, die gibt es nicht. Das ist die Ausrede von Typen, die halt sich dann, weißt du, so. Die sind so sehr Platin, die sind oben schon grau. Oder was? Die sind schon angelaufen. Nee. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Erzähl mal von der Platin. Ey, Moment, ich habe nur gehört, dass es sowas geben soll. Ich habe nie jemanden kennengelernt, der sowas ist. Na gut. Ich höre nur zu, wenn andere reden. Was? Manchmal, wenn ich nicht gerade selber rede. Oder wenn du wieder in deinem Kopf... Der Affe mit den Dings. Schellen. Was war das letzte? Sauerkirsche. Nee, Schellen war das letzte. Nicht? Sauerkirsche. Ich habe keine Sauerkirsche. Ich habe Fruchtkompott. Selbst gemacht? Nein. Ist ja jedenfalls natürlich. Sicherlich teilweise. Eigentlich sollte ich dich Dörte nennen. Du hast einen Namen wie Karma nicht verdient. Du klingst einfach wie die Tochter von so einer Ökomutti. Ab jetzt heißt du Dörte. Wieso? So ein Trüffelschwein sucht ja auch nur die feinsten Sachen. Trüffelschwein. Ich meine, klar, der Junge hängt ein bisschen mit der Nase im Dreck, aber er findet immer die guten Sachen. Das muss man schon sagen. Ja, das ist richtig. Siehst du? Gut. Alles klar. Ich schicke euch dann einfach eine Nachricht mit den paar Sachen, die ihr dann braucht. Das ist ein Traum. Dankeschön. Easy. So denn? Ja, hab dich wohl. Mach's gut, Kinder. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich relativ dürftig. Mein Polster ist weg. Du bist bedürftig? Jep, ziemlich. Ich hab nicht mal 20.000 irgendwie? Nee. Also. Ich hatte 12,5. Du hast mir gerade 12 genommen. Siehst du, dann reicht das doch jetzt genau nochmal, um Freya einmal zum Essen einzuladen. Juju grinst. Drauf an, wie weiter mit der kommen will. Juju grinst. Also 500 ist ein bisschen wenig dafür. Was? Wie viel gibst du aus, um eine Frau zum Essen einzuladen? Bist du bescheuert? Das war ein Scherz. Na, ich hätte es dir zugetraut. Wieso? Das meiste Zeug kann ich selber besorgen. Wenn du komische Anwandlungen hast. Das beste Zeug kann ich sowieso selber besorgen. Entschuldigung. Was soll das denn heißen? Nichts. Meine Kartoffeln schmecken verdammt gut. Hm? Scheiße. Ich habe heute romantisches Date, es gibt Kartoffeln. Mit Quark. Scheiße. Aber schöner Bärlauchquark, Junge. Richtig lecker. Und ich habe die Bude extra gewischt. Ich liebe die, ich brauche die, ich muss drauf auf die Halle. Ich habe dieses Video im Kopf, das geht nicht. Also nochmal Alex, Elsterglanz, die Rouladenkönigin, im Banne der Rouladenkönigin. Bester Film ever. Man muss sich schon ein bisschen, vielleicht trinkt man ein paar Bierchen dazu. Oder 3. Ja, mehr als 3 vielleicht. Aber man muss wollen, ja, aber dann ist es auch ein schöner Film. Gerade der Anfang ist halt schon ziemlich gut. Ja. Mittlich wird er ein bisschen schwächlich und dann nachher ist es so wieder nur, ja. Man ist halt betrunkener dann. Ja. Ja, hat's erfasst. Weißt du, was Freya dir dann irgendwann antworten wird am Ende des Abends? Ich liebe dich. Nee. Wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Finger weg vom Handschuhfach, du Klauschwein. Ich guck gerade, ich dachte in SR5 gab es irgendwo so eine geile Tabelle, was sowas kostet. Die eine feine Dame aus. Echt, gab es nicht auch ein SR5? Nee, feine Dame ausführen nicht, aber zumindest was so der übliche Shit kostet. Ja, im SR4-Buch Lifestyle, glaube ich, ne? Na, ich gehe es eben gleich holen. Wir haben doch eh gleich irgendwann mal Pause. Nein, Victor. Aber das wird jetzt Leute. Zelebriert, mein Freund. Du hast dich da reingeritten. Hey. Du hast das ihm angeboten. Du hast sie ihm auf dem Silbertablett serviert. Und die wird jetzt geschlachtet und... Die wird jetzt geschlachtet. Weibchen gerissen, alles klar. Ich will jetzt was zu lachen. Können wir auch gerne überspringen. Was? Bist du blöd? Wir sagen natürlich einfach, werden wir das überspringen. Selbstverständlich werden wir das überspringen, außer die witzigen Stellen. Hey. Ich werde das angemessen zusammenfassen. Ich werde bereit sein, auf Fragen Antwort zu geben. Ich werde selbst Fragen stellen. Ich werde es nicht ausspielen. Das ist gut. Ich erinnere mich an Eis in Ausschnitten und dergleichen. Weißt du? Ja. Es war mal blöd, ins Gefrierfach zu gucken und wieder daran zu denken. An das Eis. Da ist es direkt in der Hose eng geworden und das will ich einfach vermeiden. Ich hatte so viel Spaß. Jupp. Ich will wieder so viel Spaß. Es war ein unwahrscheinlich witziges Festival. Bitte verschaff mir so viel Spaß. Ja, dann musst du das machen. Du kannst ja mal jemanden anflirten. Ich denke, bist du bescheuert? Ist genauso gut wie bei Düss und mir. Ich denke, es ist sogar noch schlimmer. Über. Bist du bescheuert? Ich glaube, wenn du das machst, ist das richtig... Bist du bescheuert? Genau, bald, das Schöne ist, bald ist wieder. Wir haben hier bald so ein Umsonst- und Draußen-Festival, wo die Leute so richtig assig sind. Also so richtig Bock haben, meine ich. Mach mal ein Video, wir brauchen ein bisschen Content. Karma, Deli baggert an. Nee, wenn dann Eiertausch. Deli zeigt sie Tricks. Eiertausch. Das war das, wenn man nicht weiß, was das ist, klingt das ziemlich gut in dem Zusammenhang. Aber, okay. So. Aber im letzten Jahr war ich auf diesem Festival und habe da den Jackpot geknackt. Du hast jetzt ein Ziel für den Eiertausch. Die Kleine mitnehmen? Nein. Ich tausche die da gegen ein Ei. Vom Körper. Okay, das wird hart. Ich weiß. Das bringt dir nichts. Nein, Abbruch. Pass auf. Das nein, Daddy, mach das nicht. Das Ding ist, du hast eine stinkende Buchse. Auf einem Festival ist das so eine Sache, die dir im Nachhinein nichts bringt. So, ich habe auf dem letzten Festival eine Jacke gekriegt. Siehst du, die bringt dir was. Eine Unterbuchs kannst du nicht tragen, wenn das die von einer Frau ist. Also kannst du schon. Ist mit Schwierigkeiten verbunden, sag ich mal. Wenn sie mir das gibt und damit ich das trage, dann würde ich das sogar vielleicht tun. Mhm. So, aber... Nur um es zu kriegen. Du hast nicht die schöne Erinnerung daran, weil du sie nicht... Ne, das macht... So Höschenjagen macht man ja nur, wenn man die auch geknallt hat. Wenn man das nicht hat, hast du halt nur irgendwie wieder so ein Erinnerungsstück, was einstaubt und was dir nichts bringt. Na dann solltest du dir überlegen, wie du es hinkriegst, dass sie für dieses Item mit dir vögelt und dir hinterher ihr Höschen überlässt. Wow. Und davon machst du bitte Video, wir brauchen Content. Du kannst die expliziten Sachen muss ich halt rausschneiden. Mein bestes Achievement, was das anging, war, ich sollte ihr Bier leer trinken. Für jeden Schluck habe ich einen Kuss gekriegt. Das war super. Ist die dumm? Kuss oder ein Küsschen? Nein, so ein Kuss. Was hat die dafür bekommen? Die leere Dose. Sie wollte die leere Dose, aber sie konnte nicht mehr trinken, weil sie völlig betrunken war. Ist die doof? Die gibt Bier... Nee. Ich fand das super, bis zu dem Zeitpunkt, wo man nicht mehr trinken kann, wenn man so besoffen ist, da würde ich ehrlich gesagt mit meiner Zunge in meinem Mund bleiben, weil... Das geht. Also die war ganz hübsch. Und so betrunken war die gar nicht. Wenn ich so besoffen bin, weißt du, achso, die wollte dich, alles klar. Sicher. Das Problem ist, das endete relativ abrupt, als ich aufsprang und sagte, oh scheiße, da kommt mein Freund. Und dann musste ich laufen. Und dann musste ich kotzen, weil ich sehr viel Bier intus hatte. Deine Festivalgeschichten sind die besten. Das schneidet man nicht raus. Alles klar, wir beenden die Folge. Man versucht das also wieder mit der guten alten Mechanikerkiste. Das klappt ja eigentlich immer. Von daher soll eigentlich überhaupt schief gehen. Und ja, dann mal gucken. Einbruch. Wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber das ist ja auch okay. Kann man ja machen. Ansonsten so viel war ja noch nicht. Das Date ist ja leider noch nicht gleich mit der Liebesgöttin. Und naja, das ist ja auch... Ja. Wenigstens haben sie schon mal Sins. Bald. Und dann kann es endlich losgehen. Genau. Ansonsten, Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Und für alle rechtlichen Sachen bitte in der Videobeschreibung. Vielen Dank und grüßt die Nachbarn.